Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir machen weiter mit die letzte Abwägung und müssen dazu in ein neues Gebiet, das nördlich von Siva liegt. Da schauen wir doch jetzt gleich mal hin. In der letzten Folge hatten wir die Nebenquest gemacht von Final Fantasy. Und ihr seht hier auch meine Ausrüstung, was ich hier gerade aktuell anhabe. Und ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir das Schokobo-Kamel hier. Ja, hier ist der Schokobo. Schaut auf jeden Fall auch nice aus. Ja, richtig cool aus eigentlich. Aber jetzt will ich nicht hier reiten, ich will jetzt hier zu Fuß gehen. Schauen wir doch mal. So weit ist er nicht weg und ich bin gespannt, wie sich die Waffe dann so im Kampf verhalten tut. Gerne mal ein bisschen Materialien hier mitnehmen, weil da fehlen eh noch einige. Man merkt doch schon, das ist schon 33. Aber das hilft nicht. Ich brauche Materialien, Leute. Leopardenbau. Wo ist denn hier der Obermacker? Oh, der ist 34. Den wollte er gar nicht angreifen. Den schaffe ich leider noch nicht. Der, wenn mich zweimal anhittet, bin ich down. Eine riesen Savanne hier. Wahnsinn. Was ich schon schauen wollte. Was ist denn das? Den machen wir mal weg hier. Und den nehmen wir uns lieber unser Pferdchen. Wir glauben, dass es schneller ist. Ich glaube, hier ist ein guter Farm-Spot zum Materialienfarmen auf jeden Fall. Okay, da sind Wachen. Muss ein bisschen vorsichtiger sein jetzt hier. Ich weiß nicht, ob mir die gleich die feindselig sind oder nicht. Müssen jetzt über den Berg rüber, oder können wir rumreiten? Wow. Ja, ich schätze, wir dort hoch müssen. Aber wir sind ein guter Kletterer. Das geht nochmal easy.
Wow. Sehr große Plantagen hier. Schauen wir doch mal, was uns dort unten erwartet, Leute. Und gibt es hier Aussichtspunkte? Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Unten scheint nichts zu sein. Na, da hinten wäre einer. Und hier ist auch noch einer. Was gibt's hier? Hier kommt eine neue Herausforderung auf Stufe 36. Okay. Ich würde sagen, ich gehe noch erstmal so runter. Dann holen wir uns da hinten den Aussichtspunkt. Fruchtbares Land voller Felder und Weiden. So, jetzt holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt. Ist mir lieber. Dass wir einfach noch eine Möglichkeit haben, hierher zu reisen. Das muss der Hof sein, den Aya erwähnte. Jemand muss den Löwen hier doch gesehen haben. Der ist dort oben. So weit ist es ja Gott sei Dank nicht. Verärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns zum Aquädukt versetzt. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, ab zur Quest runter. Schönes Ländle hier. Gar nicht aus in Ägypten.
hier sollte ich vorsichtig sein. Ist doch gar keiner. Warum soll ich da vorsichtig sein? Meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Okay. Es tut mir leid, es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Raxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Okay, suche in der Nähe des Hofes nach Überlebenden. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Müssen wir die killen hier? Kalite Ibi! Okay, Schwert ist wirklich nice. Okay, hier ist einer. Es muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht hier oben noch jemand. Versteck. Oh, hier. Alte Schabracke. Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich. Alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet. Ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben? Wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen.
Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? So, eskortiere Praxilla und Nenet zum Karren. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Ka. Gut. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kadel? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. So, oh. Stufe 35. Ne, ein voller Apfel, das ist was anderes jetzt, oder? Schauen wir nochmal die Quests an. Oh, 35. Okay, das können wir leider nicht machen. Dann machen wir die Quest. So viel haben wir denn jetzt noch? Ja, dauert schon, aber wir auf 32 kommen. Okay, dann schauen wir doch mal zu der Quest. Es gibt denn da Punkte? 2.250 nur, Mann. Jetzt wird es wieder wahrscheinlich, kommen jetzt wahrscheinlich Gegner, die alle zu hoch sind. Okay, scheint aber der Einzige zu sein. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich muss ihn ehren, Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Ja. Ich werde seinen Namen an jede Wand von hier bis Rom malen. Alle sollen ihn sehen. Alle sollen sie Flavius Namen kennen. Das ist doch wieder die Natur. Wie schafft Flavius das? Okay. Oh, Schwert ist geil. Oh, halt ab hier. Ihr seid frei, Leute. Ihr seid frei. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis. Bist du das Bayek von Siva? Lass mich raus und ich helfe. Haben wir noch mehr befreien hier, oder was? Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen.
Ich werde seinen Namen an jede Wand von hier bis Rom malen. Alle sollen ihn sehen. Alle sollen sie Flavius' Namen kennen. Flavius der Glänzende. So, eskortiere Kate aus dem Gefangenenbereich. Machen wir doch. Er ist der Gott in unserer Mitte. Seine göttlichen Füße stampfen einen Weg gen Rom. Und alle seine Gegner werden fallen. Alter, macht der einen Schaden. Will mich verarschen? Okay. Let's fetz. Let's fetz, Leute. Binde deine Mauer. Da ist gar nichts. Jetzt raus hier, Leute. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Ich decke dich, Bruder. Beschütz den Nepp! Ja, hör mal auf zu schießen, ist ja nicht ganz sauber. Raus jetzt. Hey, halt die Waffe griffbereit. Verstanden. So, sprich mit Kate. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nanette. Geht es ihr gut? Dombak. Ja. Praxila brachte sie nach Balagrei. Danke, Bayek. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Dann werde ich diesen Händler des Todes finden. Geh zu deiner Mutter. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Wir sind diese römischen Tyrannen los. Okay, wir müssen mit dem Ingenieur am Aquädukt sprechen. Muss ich mit dem Pferdl? Jetzt irgendeine Quest gemacht, die ich nicht machen soll. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siva, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siva, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig.
Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaika bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bajek von Siva. Gut, wie es dann aber mit der Quest der gute Römer weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mich wieder gut unterstützt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.